So, das war jetzt leider eine etwas längere Pause, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr sie gut überstanden habt. Ich habe es gut überstanden. Mal gucken, ob wir die nächste Situation gut überstehen werden, denn wir wollen da hinten in dieses Gebäude rein. Und wie man sieht, hier sind ganz schön viele fiese, böse Gegner. Und die mögen mich nicht. Aber ich mag die auch nicht, deswegen mache ich einmal... Bumm! Tja, habt ihr geschnallt? War doof, ne? Oh, der hat was gewittert, weiß aber nicht so ganz von wo. Mein Freund ist tot. Warum nur? Hey, Moment, das ist mein Loot. Pfoten weg. Pfoten weg, habe ich gesagt. Na? So. Klappe. Wow, was ist das denn? Was zum Henker bist du denn? Oh, fuck. Jetzt mal ein bisschen schneller sprinten hier. Mit euch habe ich nicht gerechnet, Freunde. Das war definitiv einer zu viel. Wow. Und was seid... Achso. Das sind die? Oder was ist das? Moment. Da kommen sie. Oh. Mehr davon? So. Jetzt! Okay, keine Ahnung, woher die vier da kommen. Und warum... Oh, wait. Ihr greift einen Menschen an. Das ist uncool. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da muss ich mal ganz schnell zwischengreifen. So, Nummer 1. Für unser Volk. Ja. Für Meridian. Mist. Ich hoffe, du hilfst uns. Fuck, was ist denn jetzt passiert? Ich glaube, ich bin gerade eigentlich gestorben. So. Erwischt. Auch wenn das jetzt irgendwie nicht so gut ausgegangen ist, wie ich es mir erhofft habe. Oh, das war nötig. War das doch irgendwie ganz angenehm so? Die eine Gefahr gebannt, die andere Gefahr irgendwie... Ich komm hier raus. Okay. Bist du am Leben? Bist du safe? Alles gut bei dir? Bei euch? Ihr seid mehrere? Der Sonne sei Dank. Du bist eine Kämpferin. Und das können wir brauchen. Mein dämlicher Boss hat uns die falsche Kiste mitgegeben. Oh. Es stand Munition drauf, aber Reinholz war drin. Ohne die Munition haben wir kaum eine Chance gegen Wächter und anderes. Ich will dir gerne helfen. Schön zu hören. Wir brauchen je... Alarm! Langbeingesichtet! Was? Was bist du denn für einer? An die Waffen! An die Waffen! Komm. Nope. Oh fuck. Der pustet ja mit Feuer um sich. Au! Oh, macht dich stark. Dicke Schaden. Fuck it. Wo bist du? Da bist du.
springt auch mal wieder weg. Der olle Vogel. Dachte ich mir, dass du so eine Nummer schießt. Und der springt gleich wieder. Oh, warte mal. Hier. What's up? Da bist du. Gut. Gotcha. So, da drüben ist noch einer. Voll daneben. Wo ist denn der hingesprungen? Da ist er nicht. Au. Da kommt der noch von der Seite angepustet. So, aber man kriegt schon Schlag drauf. Oh, von hinten kam noch was. Und nochmal, einmal drauf gemetzelt. So, wo ist hier noch was? Wo ist hier noch was? Da ist noch was. So, gotcha. Weg mit dir. Moment, ich höre hier doch noch Kämpfe. Da kämpft noch was. Noch ein Sieg für das Sonnenreich. Ja, jetzt kommt mir mal nicht so, ihr Leute. Ihr hättet hier gar nichts gerissen, wenn ich nicht um die Ecke gekommen wäre. Wälder, Wurzeln und Stämme. Also, ernsthaft, euer Glück, dass ich gerade hier in der Gegend war. Und das, obwohl ich eigentlich gar nicht zu euch wollte. Ich wollte was ganz, ganz anderes machen. Von daher schätzt euch echt glücklich. Ich habe mich ganz schön viel Mist gerade auf mich genommen. Für euch. Dementsprechend, ich hoffe, dass ihr... Ist das hier jetzt irgendwie eine Side... Ja, hier ist jetzt irgendwie eine Sidequest. Da. Ich habe schon Maschinenjäger gesehen, aber keine wie dich, Fremde. Du bist unglaublich. Boss! Die Leadkerne sind weg! Was? Das ist unmöglich. Außer die Reed hat sie geklaut. Als die erste Welle angriff, ist ein Mann geflohen. Die Reed. Ich dachte, er sei feige. Doch er ist auch noch ein Dieb. Er kann nicht weit sein. Stimmt, aber wir können ihn nicht verfolgen. Dann mache ich das für euch. Aber diesmal gegen Bezahlung. Das ist in Ordnung. Bring die Leadkerne zurück und ich zahle. Okay. Das machen wir dann danach, würde ich sagen. Erstmal will ich was anderes machen. Wo muss ich denn dafür überhaupt hin? Dann nach oben? Nee, das ist Rache der Nora. Brutstätte Sigmar. Finde den Eingang. Okay, das ist auch nochmal was anderes. Die Leadkerne hieß es. Keine Ahnung, wo uns das jetzt hinführen soll. Aber passt schon. Oh, wir sind jetzt... wir haben eine Stufe bekommen. Das heißt, wir könnten vielleicht nochmal... Einen Fähigkeitspunkt haben wir leider nur. Ich brauche 3. So, und wir brauchen auch definitiv noch ein paar Kräuter. Und noch ein paar Bogen. Nochmal kurz einmal abspeichern. So. Sind es hier heilende Kräuter, bitte? Ja. Wir brauchen dafür nämlich jetzt eine ganze Menge, würde ich meinen, bevor wir hier hinten in die Sigma-Ding reingehen. Moment. Ich höre doch hier wieder irgendwas. Frage ist nur, was ich höre und von wo ich es höre. Hier war vorhin noch irgendwie so ein komisches, fettes Viech mit so einem Schild. Da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock, dass es mir gleich wieder auflauert.
Moment. Hier waren aber noch vorhin mehr Gegner. Haben die sich gegenseitig umgenutzt? Das wäre ja echt nur noch entgegengespielt gewesen. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Keiner da. Ist ja Wahnsinn. Voll gut. Trotzdem hätte ich ganz gerne noch ein bisschen mehr Kräuter. Deswegen laufe ich mal lieber hier nochmal ein bisschen durch die Gegend und sammle noch ein bisschen. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ist echt so. Hier ist so viel Kram. Was ist das denn? Sind das Heilkräuter oder? Nee, wieder nur diese Feuersamen. Achso, vielleicht sollte ich mir mal auch ein bisschen besser angucken, was ich da gerade anklicke. Weil das sind auch wieder, glaube ich, diese Feuerdinger. Ach, das ist mein Freund hier. Ja, sag ich doch. Ich habe gerade gedacht, das wäre ein Gegner. Ist aber gar nicht. Ist ein Kumpel von mir. Hey! Reinhold. Also ein bisschen mehr Heilkräuter wären vielleicht noch ganz cool. Wie sieht's hier vorne aus? Oh, Wächter, hallo! Ja, ist egal. Lassen wir die Wächter sein. Und gehen jetzt mal da rein, wie wir es eigentlich auch vorhatten. Ich glaube, ja genau, der hat nur diesen Zünder. Mal gucken, wie viele haben wir, wie viele Heiltränke haben wir? 5. Das ist doch auch gut. Dann sind wir auch damit ganz gut ausgerüstet eigentlich. Was für eine Tür. Und. Aber wie kriegt man sie auf? Dann schauen wir doch mal. Wir sind in dem Sigma-Ding eingegangen. Steht hier irgendwie für welche Stufe das ist oder so? Nö, 4000 EP bekommt man dafür. Das reicht mir ja schon mal. Gucken wir uns hier doch mal ein bisschen um. Jetzt wird es ein bisschen abgespaceder hier. Sci-Fi und so. Naja, Tommy, ich bin schon, weiß ich gar nicht. So weit bin ich noch gar nicht. Wenn ich ehrlich bin. Oh, was haben wir denn da? Sieht interessant aus. Ah, eine Vorratskiste. Metallscherben und ganz viel Holz. Super, so habe ich das gerne. Ich kann ja nochmal ganz kurz schauen, ob ich hier irgendwie nochmal an Kapazitäten irgendwas herstellen kann. Nee, da fehlt mir... Oh, Fleisch fehlt mir dafür. Ich glaube, ich muss mal ein paar Tierchen jagen, damit ich damit irgendwas machen kann. Was habe ich hier? Jägerbogenpfeile. Ah, okay. Davon habe ich jeweils schon genug. Okay. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal hier nochmal kurz weiter. Nö, nix. Dann gehen wir mal hier entlang. Das Metall. Das Licht. Das Ganze hier sieht wie ein Teil einer riesigen Maschine aus. Wer hat sie gebaut? Keine Ahnung, wer das gebaut hat. Und... Irgendwie habe ich auch ein bisschen Sorge, das herauszufinden. Das sieht wie ein dreieckiges Rohr aus. Wofür bloß? Oh oh. Was ist denn da?
Aha, ein Wächter. Aber wie sieht er mich? Ist hier durch? Hier sind ganz viele Wächter. Na gut, dann tappen wir mal in die Falle. So. Okay. Durch die Wand gekillt. Das finde ich auch cool. So, da sind noch ein paar Wächter. Die wollen aber auch nicht lange überleben, habe ich gehört. Du bist am Ende. Oh, die halten ein bisschen mehr aus als die, die wir sonst mal besiegt haben. Schwupp. Ey. Und wie das Ding ausweicht. Das ist ja der Wahnsinn. Aber er hat auch ein bisschen Schiss, glaube ich, gerade von mir. Weg mit dir. Was ist das hier? Kann man so irgendwie... Lüftung. Aha. Ah, deswegen kann ich hier atmen. Hätte mir natürlich... Oh, geil. Hier gibt es auch Heilkräuter. Aber hätte ich mir natürlich auch denken können. Absolut kein Platz dafür. Ja, das ist blöd. Habe ich hier eine Map? Ja, eine Map habe ich hier. Aber die ist irgendwie nicht so wirklich aussagekräftig. Wenn ich mir das so angucke. Ist hier nicht irgendwas Komisches langgefahren gerade eben noch? Gehen wir mal hier lang. Das sieht gut aus. So. Oh, geil. Kaum zu glauben, ich genau an diese eine einzige Stelle hier habe ich mich sogar noch erinnert. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Hier sind einige Heilkräuter, das ist gut. Also nicht... Nee, es sah nur so aus wie diese Stelle. Ich dachte, ich muss da irgendwie hoch oder so. Gibt es noch mehr Kräuter, die ich holen kann? Nee. Na gut, dann geht's hier weiter. Viel mehr Möglichkeiten haben wir ja nicht. Ah, hier ist eine Leiter. Ist gut. Die nehmen wir. Ah, noch mehr dunkle Ecken. Ich scanne mal lieber die Umgebung. Was ist das? Wächter? Lüftung. Wo ist denn hier ein Wächter? Zerstörte Maschine. Ja, okay. Zerstörte Maschine ist okay. Ich sehe hier gerade überhaupt nichts. Aber ich sehe hier... Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Genau sowas. Was haben wir da? Netzwerk ablenken. Konsole unbekannter Machart, können für militärische Überbrückung anfällig sein. Okay. War hier nicht auch ein Weg? Nee, es gibt nur diesen einen Weg. Und ich sehe hier bis auf dieses Ding zum Glück nichts weiter. Das ist gut. Das Ding bei der Spalte. Wozu ist es gut? Schauen wir mal, was wir damit machen können. Oh! Eine Brücke nur für uns? Da sag ich doch nicht nee. Das ist ja richtig einladend. So, ein bisschen Kram zu kaufen. Zu bauen, besser gesagt. Ruhig nochmal ein paar Pfeile generieren. Vielleicht... Ich habe schon zu viel dabei. Tasten drücken muss gekonnt sein.
Ich kann es nicht. Seht ihr gerade? Da drüben ist nochmal irgendwas. Ah, noch mehr Heilkräuter. Oh, geil. Zieht euch das rein. Ich habe 3 Pluses. Und die Gegner halten sich gerade noch ein bisschen in Grenzen. Das ist gut. Das freut mich sogar sehr. Weil ich dann doch ein bisschen Sorge habe, dass die ein bisschen zu OP werden. Oh weh. Bevor ich durch diese Tür gehe, erstmal ein Schlückchen Kaffee trinken. Und die Nase kratzen. Geht die Tür überhaupt auf? Ja. Okay, ich muss die überbrücken. Das dauert aber ganz schön lange. Okay, gleich nochmal scannen. Nothing. Was war das? Da hatte ich doch gerade. Diese fliegenden Maschinen scheinen Teile zu transportieren. Vielleicht können sie mich auch tragen. Na, bin ich mal gespannt. Was haben wir denn hier Schönes? Kram für die Vorratskiste. Aber schön, wie viel Grünzeug wir hier gerade sammeln. Und wie wenig Gegner dafür kommen. Wobei man sich dann natürlich die Frage stellen kann, ob die nicht zufällig... Und ja, hier kann man sich festhalten. Ob die nicht zufällig... Das werde ich vielleicht noch bereuen. ...dann so ein Mist bauen. Lass uns hier einfach weitertragen. Das ist das Herz des Ganzen. Was muss es sein? Wie komme ich da nur rein? Wait. Wo fahre ich denn jetzt hier gerade durch? Ich glaube, ich habe jetzt gerade irgendwas verpasst. Oh. Moment. Fahre ich jetzt hier einmal im Kreis? Oh, da unten sind miese Gegner. Oh, das gefällt mir aber gar nicht. Dieses Ding hat mich getragen, soweit es nur geht. Okay. Gerade noch von Gegnern gesprochen. Jetzt haben wir welche. Und wir wissen ja mittlerweile schon, dass die mehr Schaden machen. Ich glaube, ich modifiziere einfach mal meine Waffen. Und zwar den krassen Langbogen. Und zwar mit mehr Schaden. 27% Schaden. Machen wir. Und den hier auch. Haben wir noch irgendwas mit krass Schaden? Nochmal 8% Schaden. Ja, komm. Machen wir. Vielleicht kriegen wir auf die Art und Weise die Dudes auch wieder mit einem Schuss klein hier. Probieren wir es einfach aus. Ja, das war irgendwie nicht so gut. Ha! Und der hat's nicht gemerkt. Tralalala. Okay. Schauen wir uns nochmal ein bisschen um. 1, 2. 2 Wächter sehe ich hier noch. Einer oben. Heilkräuter kann man immer gebrauchen. So, aber hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Guck doch mal ein bisschen in meine Richtung. Will er nicht. Unfreundlich. Ja, dann probieren wir es doch mal. Oh. Bin ich jetzt gelandet? Keine Ahnung. Irgendwo am Arsch der Welt. Dann einfach mal hier hoch.
verwirrt. Ah, okay. Oder auch nicht okay. Eher confused. Moment. Ha, so komme ich hier rüber. Und hier kann ich mich dann auch wieder fallen lassen. Dann kann ich hier hochklettern. Mal gucken, was wir hier oben finden. Und ob das überhaupt der Weg ist, den wir gehen müssen. Ich weiß es nicht. Oder ist das hier nur diese Kiste? Ich kann mich irgendwie nicht mehr so hundertprozentig an diesen Moment hier erinnern. Oder generell an diese Stelle. Aber vielleicht haben wir von hier aus einen besseren Blick auf den einen Wächter da unten. Vielleicht guckt er dann doch nochmal zu uns. Ah, da drüben ist aber ein Wächter. Komm, du darfst dich auch gerne nochmal umdrehen. Oh, da unten sind aber auch noch komische, hässliche Freunde. Guckt wieder sonst wohin. Der da unten auch. Na gut, okay. Ich glaube, den großen, für den habe ich so eine kleine Idee. Die Wächter zu erlegen, wird ja das kleinere Problem sein. Das größere Problem sind dann... ist dann dieses komische Krabbenviech da hinten gewesen. Oha. So viel zum Thema nur drei Wächter. Sind noch eine ganze Menge mehr. Aber vielleicht habe ich dich. Okay. Genau. Ich werde jetzt nämlich erstmal eine Falle aufstellen. Nein, der Draht ist zu. So, und... so. Damit ich, wenn der Große irgendwie antanzen sollte... komm, komm jetzt nicht auf die Idee... das ist doch ein Wächter, oder? Ja, das ist definitiv einer. Und da ist die große Krabbe. Da oben. Sneaky. Läuft denn der da oben lang? Muss man ein bisschen aufpassen. Der kommt hier, der glotzt hier gleich sicherlich runter oder so ein Scheiß. Ja, er guckt schon. Er sucht. Aber er findet nichts. Gänzlich in Ordnung. Soll er ruhig machen. Vielleicht kommt er dann gleich hier wieder zurückgestolziert. Kann ich ihm einfach eine miese Salve geben. Da kommt er doch, oder? War da? Nee, das war wieder die fette Krabbe. Ich will hier nicht zu stürmisch drauf losgehen. Wobei die Wächter interessieren mich eigentlich. Da ist er doch. Dreh dich! Geht doch. So, irgendwelche Alarmsirenen oder so? Ne, da oben. Da stolziert noch der komische Wächter herum. Oh.
dieses Mal. Schätzchen. Ich würde mal sagen, richtig gut getroffen. So, jetzt muss man schauen. Da läuft noch. Boah, immer noch mehr Wächter. Na, werden die hier produziert oder irgendwie sowas? Oh, der ist diesmal hier unten. Gucken. Uff. Die anderen haben nichts gemacht. Oh, da oben. Jetzt hat es die große Krabbe geschnallt. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen aufpassen. Weil große Krabbe und Wächter in einem. Ich muss mal schauen. Schwäche. Kistenhalter, Schwäche. Das wird ein bisschen ärgerlich, weil wir haben jetzt einmal einen Wächter, der sucht. Zwei Wächter, die suchen. Mal eben schnell neue Pfeile herstellen. Da kommt er. Und hab dich. So. Wo sind die anderen Apparillos? Da ist der eine Wächter. Der müsste eigentlich gleich auch wieder. Hm? Was ist denn hier los? Abdrehen. Macht er aber nicht. Jetzt. Oh, jetzt. Männchen machen? Okay, Männchen macht er. Aber. Sonst nichts. Na gut, okay. Meinetwegen. Was haben wir hier? Achso. Die Wächterüberreste? Kein Platz mehr. Das ist natürlich doof. Okay. Oh, dieser Sound gerade, der hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. Wo ist die fette Krabbe? Da ist die fette Krabbe. Sehr gut. Ich fühle mich jetzt hier leicht sicher. Auch wenn da ein Wächter ist, der jetzt anscheinend ein bisschen von mir. Bup! Genau. Oh, fette Krabbe. So, die fette Krabbe werde ich mir jetzt halt eben einmal anlocken. Nee. Oh, voll daneben. Sie schnallt's noch nicht. Jetzt hat die fette Krabbe mich erwischt. Obwohl sie weiß so in etwa von wo, glaube ich. Die Frage, ob sie. Ja. Jetzt hat sie mich erwischt. Na, komm schon. Tu mal nicht so, als ob. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Ja, nicht oben lang. Hier unten. Ja. Arme kurz blicken lassen. Hallo. Sie.
Au! Das dauert ja richtig lang, bis die das schnallt. Aber keine Sorge, die kommt gleich wieder. Es gibt hier noch einen zweiten Weg. Würde ich wetten. Die fette Krabbe ignoriert mich einfach. Das darf sie nicht. Sie darf mich nicht einfach ignorieren. Oh, aber meine Pfeile sind auch schon wieder leer. Oh, ich habe nichts mehr zum Herstellen. Das ist natürlich richtig bescheiden. Ja, komm schon, Krabby McKrab. Hier bin ich. Das wäre geschafft. Komm, der Logbuch läuft. Komm, noch ein paar Zentimeter. Na, komm schon. Ernsthaft? Dann. Verdammt. Just no. Oh, erwischt. Fuck. Hat sie nicht mal ansatzweise interessiert. Jetzt aber. Zwei Tritte reichen eigentlich nur, um... Okay, das ist mal gut zu wissen. Aber wir haben jetzt zumindest wieder ein bisschen Zeug, um Sachen herzustellen. So, da lang. Das war, glaube ich, der Weg, den wir einschlagen mussten. Okay. Ich glaube irgendwie nicht, dass wir hier runter müssen. Oder hier runter können. Ah, hier geht's noch lang. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. So, von hier hinten sind wir gekommen. Aber ich kann das hier überbrücken. Vielleicht liefert mir das den Weg, den ich brauche. Hier haben wir nochmal eine Kiste. Schlupp, alles nehmen. Noch ein paar Heilkräuter. Ausgezeichnet. Kann ich mich nicht beschweren. Ah, da drüben hätten wir noch mehr. Sind wir hier eigentlich schon fast durch? Das nehme ich für unterwegs mit. So. Ja, ist noch so ein bisschen... Ach nee, den Wächter, den hatten wir schon. Ist natürlich ein bisschen die Frage. Wo dürfen wir denn jetzt lang? Also ich sehe da irgendwas da durch die Gegend rotieren. Das irgendwie ein bisschen brennbar aussieht. Gucken wir mal. Das bringt nichts. Moment. Das wollte ich so auch gar nicht. Kann ich da einfach so runter? Ich probier's. Nö. Moment. Ne, tatsächlich komme ich hier nicht einfach runter. Lol. Na gut, dann probieren wir es da entlang. Da ist nämlich noch ein Weg, den wir noch nicht lang gelaufen sind, glaube ich. Was ist von, wir sind von hier gekommen. Von hier kamen wir. Wo ist der Weg? Da oben lang vielleicht?
hier so? Ja, schon wieder hier. Und ich sehe hier sonst nichts weiter. An der Stelle. Wait. Vielleicht gibt es hier Anhaltspunkte. Vielleicht kann ich da unten auch einfach mal scannen. Rip. Nichts. Was sagt die Map? Die Map sagt... Hier unten entlang. Also hier lang. Und dann... Einfach mal nach rechts. Links. Das andere rechts. Okay, machen wir mal. Ich dachte, von da sind wir gekommen. Moment. Nee, wir müssen hier links entlang. Lauf ich jetzt links? Nee, ich laufe jetzt wieder rechts. Da lang. Nee, hier sind wir doch gekommen. Von hier gekommen? Ich erkenne sie gerade irgendwie nicht so richtig. Nee, da lang. Nee, wir sind von da oben gekommen, da entlang. Und wurden da hinten in der Ecke abgesetzt. So war das. Okay, und genau, da waren diese Dinger. Können wir mal gucken, ob wir hier noch weiter hoch können oder so. Ja, wie wär's mit so einfach hoch? So, das war schon mal ganz gut. Und, aha. Jetzt, wo wir wissen, dass wir uns hier auch festhalten können, kommen wir hier auch so ein Stückchen weiter entlang gekrabbelt. Vielleicht hätten wir hier auch einfach so einen Sneak-Modus machen können. Wir haben uns dann aber irgendwie für den harten, actionreichen Weg entschieden. Ja. So sieht's nämlich aus. Aber hier sind dann die toten Wächter. Hier sind wir wieder hier. In dieser Sackgasse. Kam ich hier nochmal weiter? Wir suchen mal irgendwelche gelben Pinöpel, an die wir vielleicht entlang kraxeln können. Vielleicht gibt es hier auch irgendwo eine Möglichkeit, sich abzuseilen oder so. Nee, gibt es nicht. Okay, dann wäre auf jeden Fall rechts, hier links entlang der richtige Weg. Würde ich meinen. Totaler Schwachsinn wieder. Komm hier wieder zum Anfang. Da nach oben sind wir schon. Da nach oben brauchen wir auch nicht mehr. Sind wir nämlich schon einmal hochgegangen? Das war der Schnelllift, den wir schon hatten. Was ist denn da oben? Da oben ist noch so eine Plattform. Achso, nee, da waren wir aber auch schon. Oder übersehe ich da einfach einen Gang? Gehen wir doch hier einfach mal hoch. Hier irgendwie auf der linken Seite irgendwo so ein Gang oder so? Nee, das war eben dieser Übergang. Den hatten wir schon. Gut, die Dinger führen uns zurück. Moment.
Also hier ist ein... Nee. Moment. Das ist der Schnelltransport, der geht in diese Richtung. Das heißt, ich muss entgegen dieser Richtung. Das heißt, ich muss hier entlang. So. Kisten, die ich noch nicht geplündert habe. So. Ich glaube, jetzt sind wir auf der richtigen Spur. So, hier haben wir auch wieder was zum Hacken. Zack, zack. Hat funktioniert. Und ja, das sieht doch gut aus jetzt endlich. Ja. Schauen wir mal ein bisschen. Fast im Herzen. Den Weg prüfen. Wunderbar. Ja, das ist die Stelle, an die ich mich erinnere. Au. Und hier habe ich nämlich auch ewig und drei Tage gesucht, wie ich hier weiterkomme. Und ich glaube, im Endeffekt war das super, super simpel. Weil genau, da musste ich hin. Und im Endeffekt, da ist noch eine Kiste, die nehme ich nochmal mit. Und im Endeffekt musste ich einfach nur diesen Vorstand hier greifen. Zack. So. Und ich glaube, ich habe da ewig dran gesessen. Mehr kann ich nicht tragen. So. Ist da noch irgendwas, was ich jetzt... Nee. Okay. Das wird jetzt interessant. Moment, das gucke ich mir mal an. Brümmecke, Schwachstelle, Frachtbeutel. Okay. Das merke ich mir. Und mal gucken. Ah, hier kann ich nicht abseilen. Das wird ein bisschen gefährlich hier jetzt, glaube ich. Moment. Sind noch Wächter unterwegs? Dann will ich mich doch erstmal an den vergreifen. Nummer 1, da hinten ist noch einer. Weil ich habe keinen Bock auf Wächter und auf den Fetten hier in der Mitte. So, der wird hier gleich schön dran vorbeilaufen. Jawohl. Genau so habe ich das erwartet. Und jetzt wird, glaube ich, gleich absolut creepy. Au! Absolut creepy für mich. Vermutlich da oben. Ach komm. Boah, ich habe ein bisschen Muffe jetzt vor dem, was passiert. Okay, das bin ich der Erste. Und noch mehr Wächter. So, da waren noch mehr Wächter. Da war noch ein Wächter.
Scheibenkleist her. Whee! Ah, der Große ist hier irgendwo in der Nähe. So, einen habe ich zumindest schon mal. Fehlen noch zwei. Ein kleiner. Hallo, kleiner. Au, 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 au. Feuer ist doof. Feuer ist doof. Au, au, au. Laser ist doof. Wo bist du? Da bist du. So. Dich habe ich jetzt. Au, au, au. Dich habe ich jetzt auch. Boah. So. Panic Rolls for the win. Whee! Au, wo kommt das Feuer her? Au! Alter! Kannst du mal aufhören zu treffen? Du och, olle Brachial-Latte, du. Wait. Wie wär's einfach mal mit einer neuen Waffe. Nein, das wollte ich so nicht. Nein, das wollte ich so auch nicht. Ich wollte eigentlich eher... Au! What? Nope! I'm out of here. So. Nichts. Ausgezeichnet. Jetzt bist du in meiner Falle. Komm her. Komm, mach so einen schönen Angriff. Renn einmal auf dich zu. Wunderbar. Vielleicht nochmal eine neue Falle bauen. Und nee. Oh geil, ich habe ihn betäubt. Und komm, nochmal einen kritischen Treffer ran. Kriegst du noch einen? Natürlich nicht. Keine Munition mehr. Ach komm. Und ich kann keine neue mehr. Doch, ich kann vielleicht noch eine neue bauen. Ha! Au, 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 au. So, na los. Du weißt, wie es geht. Renn einfach mal dazwischen und freue er sich. Na komm. Na komm. Komm, komm. Ha, ha. Reingefallen. Ich komme. So. Alles mein. Mein Loot. Mein Loot. Mein Loot. Mein Loot. Das war jetzt aber auch ein ganz schöner Akt hier. Das wird zu schwer. Uff. So. Hier haben wir noch was zum Überbrücken. Dann wollen wir mal. Sehen Sie die Maschinen? Das hilft mir, sie zu überbrücken. Brutstätte Sigma geschlossen. Ach so. Aber was bedeutet das jetzt für uns? Sigma verfügbar. Oh, wir können jetzt Graser, Sägezähne, Plünderer und
Lanzhorne oder Langhorne, Hörner, für uns beanspruchen. Nice. So. Dann ist wieder auf Bogen wechseln und raus hier. Wir haben lang genug in dieser Höhle verbracht. Aber wir haben mehr Fertigkeitspunkte. 2 Stück haben wir jetzt. Ein mehr. Und es wird bombastisch. Was haben wir hier? Ah, Heilkräuter. Ausgezeichnet. So. Dann wollen wir uns jetzt auch endlich mal wieder in die Hauptmission setzen. Und mal anfangen, hier ein paar Sachen aufzuräumen. 282 in diese Richtung. Ah, ja, das ist die Sidequest hier. Aber gedacht war ja eigentlich, dass wir hier unten weitermachen. Könnten ja erst einmal... Oh, sehr schön. Wir haben unseren Freund verloren. Wo? Da. War das die? Gucke ich jetzt in die richtige Richtung? Nee, jetzt gucke ich... Nee, klar gucke ich in die richtige Richtung. Das ist der Weg, aus dem wir raus, zu dem wir rausgehen können. Und hier ist Fleisch. So. Sehr nahrhaft. Genau, weil das Fleisch brauchen wir nämlich, um wieder ein bisschen Sachen herzustellen. Okay, 2 haben wir. Das hätte ich nämlich auch schon ein bisschen eher angucken können sollen müssen. Ja, was haben wir hier? Ja, hoch, hinauf da. Doof, dass wir jetzt den gesamten Weg hier zu Fuß laufen müssen. Kleine Zierpflanze, du wirst mir sicher helfen. Oh, sehr gut. Das passt mir ja. Einmal abspeichern. Das war schon gut. Und da ist noch ein Fasan, den will ich natürlich... smack! Alles her damit. So. Da ist noch ein Fasan, den nehme ich mit. I'm coming for you! Na komm, smack. Ich hab schon zu viel dabei. Nee. Lass mal gut sein. Ich bin hier mal wieder weg. So, denn es geht erst in der nächsten Folge weiter. Lang genug hier gesessen. Bis gleich bald demnächst irgendwie sowas. Tschüss.